Freunde, ich möchte mit euch heute die zweite Playoffs-Runde bzw. die Semifinals der jeweiligen Conferences durchschauen. Heute mal ohne Bild, man hört es vielleicht auch an meiner Stimme, leider bin ich etwas erkältet. Um mal zu schauen, in der ersten Runde gab es aus meiner Sicht eine Überraschung. Hier sind die Ergebnisse, die Warriors 4 zu 2 gegen die Clippers gewonnen. Auch ganz interessant. Die Clippers mit dem größten Comeback in einem Spiel in der Playoff-Historie waren 31 Punkte im Spiel hinten. Ich glaube, im Spiel Nummer 2, aber die Warriors letztendlich nur ein kleiner Schmutzfleck auf ihrer weißen Weste. Sie sind mit 4 zu 2 Siegen in die zweite Runde eingezogen und mittlerweile auch schon 1-0 in Führung gegen Houston. Denver im Spiel 7 hat sich durchsetzen können gegen die San Antonio Spurs. Ich glaube auch vorab, wenn man die Spiele getippt hat, war das im Westen ganz klar die ausgeglichenste Serie. Aber schön, dass diese jungen Nuggets mit einem unglaublich starken Nikola Jokic sich auch durchsetzen konnten. Für mich die größte und auch tatsächlich einzige Überraschung, dass die Portland Trailblazers mit 4 zu 1 die Oklahoma City Thunder besiegt haben. Denn die Thunder hatte ich eigentlich in meiner Prediction im Finale. Auf jeden Fall, aber mit dem Seriensieg gegen Portland. Aber da hatte gerade Damian Lillard was dagegen. Unglaubliche Performance bei allen fünf Spielen eigentlich. Überhaupt, die Trailblazers haben richtig, richtig Spaß gemacht und die größte und positivste Überraschung. Ein bisschen auch überraschend war, dass Houston mit 4-1 sich doch letztendlich sehr souverän durchsetzen konnte gegen die Utah Jazz. Klar, sie waren der Favorit, aber trotzdem hätte ich den Jazz mehr zugetraut. Vor allem dank Donovan Mitchell, aber Harden war eigentlich nicht zu stoppen und selbst wenn er eine Off-Night hatte, haben Gordon oder auch Chris Paul, Clint Capella die Wogen geglättet und ja, war eine verrückte Defense, die teilweise die Jazz gespielt haben. Wenn du da einzelne Ausschnitte gesehen hast, was Ricky Rubio so gemacht hat, dann und wenn Harden aus diesen komischen Verteidigungspositionen gepunktet hat, sah das schon so ein bisschen aus wie, ja, keine Ahnung, Fremdschämen. Oder wie früher vielleicht, wenn Mike Tyson geboxt hat, dass sich der Gegner erstmal auf die Matte legt, bevor er überhaupt getroffen wird. Ich würde auch ganz gerne hier vielleicht sogar Ausschnitte zeigen, aber ich weiß gar nicht, wie das so mit dem Rechten ist, ob man hier einfach YouTube andere Videos nehmen kann. Ja, ansonsten, wer es nicht gesehen hat, der sollte mal nachgoogeln, was da der Ricky Rubio gemacht hat. Im Osten, keine Überraschung, 4-0, 4-1, 4-1, 4-0. Die favorisierten Teams haben sich doch letztendlich durchsetzen können. Respekt an den 76ers, den Nets hätte ich mindestens zwei Siege zugetraut. Sie waren auch kurz davor, aber Philadelphia letztendlich zu stark. Durant, Lillard, Leonard, Harden, alle um die 30 Punkte, alle noch drin. George hier schon rausgeflogen. Topscorer. Und ja, schauen wir doch jetzt mal an, wie es hier ausschaut. Ich habe extra das erste Spiel abwarten wollen. Hat auch, ups, Moment. Hat auch bestimmte Gründe, weil, und das ist ja das wirklich Coole an diesen jungen Playoffs, vor der Saison oder auch Ende letzter Saison hätte ich gesagt, spielt doch eh keine Rolle, steht ja eh fest, wer ins Finale kommt. Aber, um ehrlich zu sein, finde ich alle vier Begegnungen unglaublich ausgeglichen. Also wir haben hier die Golden State Warriors, die gestern gegen die Houston Rockets gewonnen haben. Besonders cool für uns Deutsche. Das erste Spiel war um 19 Uhr, Celtics gegen Bucks und dann um 21:30 Uhr der wirkliche Leckerbissen der Warriors gegen die Rockets. Ja, klar, die Warriors sind Favorit, aber ich trau den Rockets schon den Seriensieg zu. Spiel 1. Da haben sie nicht wirklich gut getroffen, aber hatten sich trotzdem in eine Situation gebracht, wo sie noch hätten gewinnen können. Allerdings zu viele Fehlwürfe von James Harden, wobei das auch wirklich eine super starke Verteidigung von Andre Iguodala war. Der hat den Harden mehr oder weniger abgemeldet, wenn man das bei 35 Punkte sagen kann. Und normalerweise bin ich auch einer derjenigen, die sagt, Harden bekommt zu viele Freiwürfe oder generell bekommen gewisse Stars zu schnell, zu viele Freiwürfe. Aber gestern fand ich schon, ja, das war grenzwertig. Also da hätte Harden mindestens drei, vier, mal drei,
Freiwürfe bekommen müssen, da er beim Drei-Punkte-Wurf entweder berührt wurde oder aber ihm kein Platz zur Landung gegeben wurde. Jetzt ist es so, es gibt da zwei Lager. Das eine Lager sagt Foul oder Flop oder was weiß ich, oder halt Harden forciert den Kontakt, aber ich weiß nicht, wenn man da mehrere Zeitlupen gesehen hat, hätte man schon die Freiwürfe geben können und keine Ahnung, Harden, der macht seine 90% von der Freiwurflinie, es wären einfach mal 8 bis 10 Punkte mehr gewesen. Natürlich klassische Milchmädchenrechnung. Aber hier ist der Drops auf jeden Fall nicht gelutscht. Das ist für mich eine 50-50-Serie. Hat auch mit der Verletzung von Boogie Cousins zu tun. Im anderen Spiel, der Denver Nuggets gegen die Portland Trailblazers, würde mich eure Einschätzung interessieren. Auch hier sehe ich 50-50. Eigentlich traue ich den Trailblazers so eine kleine Cinderella-Story zu. Ich glaube, damit hätten die wenigsten recht gerechnet, dass sie sich so locker, in Anführungsstrichen locker, gegen OKC durchsetzen. Aber, und das vor allem ohne Josef Nurkic. Josef sage ich, na egal. Auf jeden Fall, Enes Kanter hat sich, ich weiß nicht genau, ob er sich die Schulter ausgekugelt hat, aber auf jeden Fall irgendwas an der Schulter oder am Arm getan. Steht noch nicht ganz fest, ob er spielen wird können. Wenn überhaupt, dann auf jeden Fall mit Schmerzen. Ja, die Trailblazers sind jetzt nicht so tief auf der Center-Position, dass sie Nurkic und Kanter kompensieren könnten. Das könnte der entscheidende Nachteil sein, dass wir hier vielleicht keine so spannende Serie sehen. Falls Kanter spielt oder sie es irgendwie schaffen, das zu kompensieren, dann könnten wir wirklich die Trailblazers im Finale erleben. Das wäre doch ganz cool. Die Nuggets auf der anderen Seite krönen ihre wirklich tolle Saison mit dem ersten Playoff-Sieg seit Jahren. Sie haben einfach auch ein attraktives und tiefes Team. Und die haben sich diese Erfolge vor allem dank der Sahnesaison von Jokic verdient. Im Osten fangen wir mal an mit den Toronto Raptors gegen die 76ers. Hier werden von diversen Experten die Raptors doch sehr arg favorisiert. Entschuldigung. Ich hätte aber auch hier ein 50-50 gesagt. Also 7 Spieler auf jeden Fall. Was heißt auf jeden Fall? Auf jeden 6, 7 Spiele und für mich ist nicht so klar, dass die Raptors das gewinnen, denn die 76ers haben sich irgendwie, also zumindest rein optisch, was ich so gesehen habe, wirklich als Team gefunden. Butler scheint mit Embiid und den anderen mittlerweile gut auszukommen. Das ist ja immer so eine Frage beim Jimmy Buckets und Embiid ist einfach ein ultra dominanter Spieler. Spiel 1 hat man jetzt aber zwei Sachen gesehen. Erstens, Embiid wurde einfach mal bärenstark von den Raptors verteidigt. Gratulation, Marc Gasol. Den musst du auch erstmal so schaffen, den zu limitieren. Und Kawhi Leonard hat wieder seine Roboter-Performance aufgelegt. Das ist irgendwie, es wirkt immer, wenn der on fire ist, wie so in einem Computerspiel. Also der läuft rum und wirft und drückt dann immer genau am gleichen Moment ab und der Ball geht dann irgendwie so an einem Faden in den Korb. Und das war eine unglaublich starke Leistung. Und man darf nicht vergessen, auch wenn Leonard ein sehr, sehr ruhiger Genosse ist und auch in Toronto auf jeden Fall nicht die allergrößte Medienaufmerksamkeit bekommt, der ist, wenn er wirklich fit ist und an seinem höchsten Level spielt, ein Top-3-Spieler in der Liga. Und wenn der so weiter performt und die Raptors es schaffen, die Embiid, vor allem Embiid, zu limitieren, dann könnten die Toronto Raptors wirklich ins Finale einziehen in der Eastern Conference und das wäre doch besonders cool. Ja, im anderen Spiel, da findet heute Nacht auch Spiel Nummer 2 statt. Spiel Nummer 1 haben die Celtics dann letztendlich doch souverän gewonnen. Sie waren super eingespielt. Auch hier könnte ich theoretisch Clips eigentlich zeigen oder müsste man fast zeigen, wie stark die Antetokounmpo verteidigt haben. Das war von Al Horford wirklich super gemacht und auch ja von dem insgesamt von den Defensivreihen von Boston haben die Drives von Giannis eigentlich sehr, sehr gut gestoppt. Dementsprechend hat er auch nicht so sein dominantes Spiel gemacht. Und es wird interessant sein, was jetzt die Adjustments der Bucks sind. Denn wenn Antetokounmpo nicht so oder weiter so kontrolliert wird, dann wird es schwer für die Milwaukee Bucks ins Finale zu kommen.
Und spätestens in dieser Serie macht sich aus meiner Sicht auch bemerkbar, dass mit Brogdon doch der drittbeste Spieler bei Milwaukee fehlt. Und man darf nicht vergessen, der ist Rookie of the Year geworden. Und auch wenn es ein Spieler ist, der nicht so bekannt ist, behaupte ich jetzt mal, ist er doch sehr, sehr clever, hoher Basketball-IQ unterstellt man ihm. Und er ist halt auch für, keine Ahnung, 15 Punkte gut, für Assists, für Spielaufbau, kann da Bledsoe und Giannis ein bisschen unterstützen. Und er fehlt gerade als Option gegen so ein starkes Team wie die Boston Celtics. Und die Celtics, klar, sie sind jetzt in der Regular Season nur Vierter geworden, aber die waren doch für alle Experten der Meisterschaftsfavorit Nummer 1. Und wenn die jetzt vor der Saison und wenn die jetzt in den Playoffs doch noch als Team zusammenfinden, dann ist hier selbst ein 4-1 oder 4-2 für Boston keine allzu große Überraschung, aufgrund eben der Verletzung von Milwaukee und deren Unerfahrenheit. Für die Liga, jetzt spinnen wir mal ein bisschen weiter, wenn Boston es wirklich gewinnt, dann wird wahrscheinlich Giannis sich jeden Tag ab hier dem Zweitrunden aus in die Halle einsperren und an Midrange und Dreierpunkt, Dreierwurf feilen. Denn den braucht er gegen so ein Team der Celtics unbedingt. Gegen so ein starkes Verteidigungsteam. Was bleibt bei der Serie noch zu sagen? Gordon Hayward, es wirkt immer noch etwas langsam und bedächtig, wie der Junge spielt. Also noch nicht ganz so guter Slasher, wie er damals im Trikot der Utah Jazz gewesen ist. Allerdings legt er auch gute Wurfquoten auf und ist wirklich mittlerweile ein Faktor bei den Celtics. Und die Verletzung von Marcus Smart in der ersten Runde könnte den Celtics auch indirekt ein bisschen geholfen haben, denn dadurch bleiben mehr Spielanteile und Würfe und Ballbesitz bei den in Anführungsstrichen Stars der Mannschaft. Also das ist natürlich Irving, Horford, Hayward, aber auch ein Jaylen Brown braucht den Ball viel in seinen Händen und Rozier genauso. Also vielleicht ist diese Verletzung gar nicht so verkehrt. Ich favorisiere hier unabhängig von von dem ersten Sieg auf jeden Fall die Celtics. Rockets hätten das erste Spiel gewinnen sollen, gewinnen müssen. Ich bin gespannt, wie Spiel Nummer 2 verlaufen wird. Ich glaube, dass die Schiedsrichter wahrscheinlich beim nächsten Spiel nach den Reviews von Spiel 1 mehr Fouls pfeifen werden beim Dreierversuch von Harden. Oder aber die Warriors adjusten auf ihre Art und Weise und verteidigen das anders. Auf jeden Fall war Iguodala mega stark gegen Harden und auch Durant, wenn er übernommen hat. Die Warriors sind bekannt für ihre Offensive und für ihre Dreier, aber diesmal haben sie es wirklich ultra stark verteidigt. Und bis auf Eric Gordon hat Harden eigentlich nicht so die offensive Unterstützung bekommen, selber schwache Wurfquoten aufgelegt. Aber teilweise gut den Mitspieler gefunden, die haben dann aber zu wenig getroffen. Insgesamt hat man gesehen, das Spiel der Rockets war aufgrund der Defense der Warriors etwas zu statisch und dann haben sie keinen richtigen Plan B gehabt. Chris Paul mit zwei technischen dann kurz vor Schluss rausgefallen. Von dem muss auf jeden Fall auch mehr kommen. Schauen wir mal ganz kurz die heutigen Spiele an. Oder besser gesagt von heute und morgen. Die 76ers bei den Raptors. Wenn ich hier tippen würde, würde ich tatsächlich auch eher auf 76ers plus 6,5 gehen. Bei Trailblazers gegen die Nuggets, da habe ich kein richtig gutes Gefühl. Auf der einen Seite hatten die Trailblazers jetzt ein paar Tage mehr Pause. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt für dieses Spiel nicht hundertprozentig informiert, was ist mit Enes Kanter. Und so eine Pause kann Fluch und Segen zugleich sein. Vielleicht sind sie jetzt außerhalb ihren Rhythmus und brauchen da erstmal ein paar Minuten und das kann Denver für sich nutzen. Also hier prinzipiell glaube ich, dass das Spiel 1 schon Denver gewinnen wird. Aber unterschätze nicht Lillard und die Trailblazers. Könnte, wie gesagt, so eine kleine Cinderella-Story werden. Vielleicht sogar wie die Mavericks 2011, allerdings nicht mit dem Meistertitel, sondern mit dem Finaleinzug im Westen. Boston gegen Milwaukee kann ich jetzt nach dem ersten Spiel nicht
verstehen, warum die Celtics hier wieder eine 7,5 als Handicap haben. Klar, die Bucks werden adjusten, aber und Giannis wird wahrscheinlich in Positionen angespielt werden, wo er mehr seine Fähigkeiten ausspielen kann. Aber Boston plus 7, 7,5 hört sich jetzt nicht so verkehrt an. Also da, das wäre meine favorisierte Wette. Und genauso sehe ich das bei Rockets gegen Warriors. Curry hat bestimmt ein besseres Spiel in Spiel Nummer 2, aber das gleiche erwarte ich auch von den Rockets-Spielern und auch von James Harden, dass er die richtigen Adjustments macht, denn er ist eigentlich unstoppbar. Also auch hier Rockets plus 5,5, Celtics plus 7,5, 76ers plus 6,5 sind für mich die interessantesten Wetten. Und genauso Celtics Bucks unter 220 Punkte, denn die Celtics werden sich größtenteils über die Defense definieren. Schauen wir mal, wer gewinnt die NBA-Meisterschaft. Hier ganz interessant, die Golden State Warriors mit einer 1,5er Quote. Und dann gibt es eigentlich schon 8er Quoten für Raptors, Bucks, Rockets, Celtics, ja, Nuggets, 76ers, Blazers stehen hier mit 13, 23, 26, 34 ganz, ganz weit hinten. Auf jeden Fall, ja, generell zum Wetten, Playoffs wette ich jetzt nicht unbedingt oder nur ganz wenig. Auch ehrlich gesagt nicht so erfolgreich. Verfolgt das eher als Fan. Aber wenn man hier mal die Quoten sich anschaut, ich finde Raptors eine 8. Nicht uninteressant, gerade wenn Lennart so weitermacht und auch Pascal Siakam spielt mega stark und Paul Gasol, Marc Gasol, jetzt komme ich mit den Namen durcheinander, könnte ein entscheidendes Puzzleteil sein in der Verteidigung. Also ich finde die Raptors für eine 8 nicht ganz uninteressant. Auf der anderen Seite, wenn die 76ers, wenn ich jetzt wüsste, dass die 76ers Toronto besiegen, dann traue ich denen auch den ganz großen Wurf zu. Vor allem, also das wären jetzt gerade die zwei Teams, die ich nicht unbedingt favorisiere, aber wo ich es mir gut vorstellen kann. Und die Quote dafür ist sehr fair. Genauso auch, wenn die Rockets die Warriors besiegen sollten, dann wird die 8,5 wahrscheinlich ganz schnell auf eine 1,x runtergehen. Aber das ist Zukunft. Wir können uns auf jeden Fall auf spannende Playoff-Spiele freuen. Wie gesagt, eine viel, viel spannendere Playoff-Saison, als man am Anfang hätte erwarten können. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Nur ganz kurz noch, was hier von unserer Seite oder von meiner Seite noch kommt in den nächsten Tagen. Ich wollte noch ein kleines Video dazu machen, wie meine Erfahrungen waren beim Spiel der Dallas Mavericks bei den Brooklyn Nets. Das Abschiedsspiel quasi von Dirk in Brooklyn. Da war ich live vor Ort in meinem jährlichen NBA-Trip. Da wollte ich einfach ein kurzes Video drüber machen. Ich melde mich dann hier wieder, wenn es in die Conference Finals geht. Und nach der Saison gibt es dann noch eine kleine Wettanalyse, wie die ganzen Wetten so in der Gruppe gelaufen sind. Bis zum nächsten Mal und danke für einen Daumen hoch.